Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und ja, die letzte Folge, die war ja sehr ereignisreich. Ne? Wir hatten ja Steve gefunden, allerdings wollte uns Steve töten und er hat sich dann selber getötet, weil er Claire schützen wollte und ja, aus Liebe geschah das. Dann haben wir hier Alexia getroffen zum ersten Mal, Parasite Eve mäßig. Sie ist in Flammen aufgegangen und wir haben sie zum Glück mit unserer Shotgun genug bekämpft, sodass sie jetzt abgehauen ist. Und ja, Wesker mit seinen Matrix-Moves, ich wette, ich komme darauf nicht klar. Und genau, von Alexia haben wir ihr, wie nennt man's? Medaillon? Alexis Juwel, genau, ihr Juwel bekommen. Was wir hier einsetzen können in diese mysteriöse Tür. Da würde ich vorschlagen, nutzen. So, und es öffnet sich eine Tür. Genau, und da würde ich sagen, gehen wir hier rein. Gut, Freunde. Ja, das ist jetzt wieder ein komplett neues Gebiet mit Chris und Zombies. Normale Zombies. Okay, das ist nett, weil wir haben gar keine Heilung. Gehen wir hier rein. Da können wir direkt rein, was? Dann lass erstmal die Zombies Zombies sein. Dann gehen wir so hier rein. Hä? Ah, hier ist die Abkürzung. Ach, cool. Okay, hier ist die Abkürzung also. Dokument. Eine Computeranlage. Diese geile Mucke hier. Bericht Code Veronica. Der Titel des Spiels. Und verdammt, ich hab's wieder eingeheftet. Das wollen wir natürlich lesen, wenn es um den Titel des Spiels geht. Nee, das war natürlich wieder woanders. Ne? Das war dann hier. Okay, dann natürlich in dem gelben. Natürlich immer in dem letzten. Bop, 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 bop. Hä? Moment mal. Wo ist jetzt der Bericht Code Veronica? Ah, okay. Veronica-Bericht. Alles klar. Nach langen Jahren der Forschung konnte ich endlich das vererbbare Element identifizieren, das die Intelligenz des Menschen bestimmt. Ich habe es sogar geschafft, den absoluten Wert der Intelligenz zu manipulieren, indem ich die... Och! Es nervt, wenn ich auf die Taste komme. indem ich die Zusammensetzung des Elements geändert habe. Daraufhin habe ich ein Genmuster unserer großen Vorfahrin genommen, das entsprechende Element verändert und die Probe in das unbefruchtete Ei einer Ersatzmutter injiziert. Eieiei. Allerdings hatte ich nicht mit Zwillingen gerichtet. Ein Junge und ein Mädchen wurden geboren. Der Junge ist überdurchschnittlich intelligent, aber sein IQ ist nicht hoch genug für eine Einstufung als Genie. Das sind jetzt Alfred und Alexia, oder was? Das Mädchen allerdings hat eine unvergleichliche Intelligenz, für die selbst der Begriff Genie unzureichend ist. Ah ja, okay, das ist mal ein Stichwort. Sie ist genau das, was ich erreichen wollte. Die Reinkarnation unserer großen Ahnherrin. Ich habe mich schon für ihren Namen entschieden. Das Mädchen wird Alexia heißen. Ja, wie ich mir gedacht hatte. Der junge Alfred. Ich bin sicher, Alexia wird den Namen der Familie Ashford zu neuen Höhen des Ruhms führen. Alexander Ashford. Meine Fresse, das sind alle Psychopathen, diese Familie. Mein Gott. Diese Familie ist einfach krank. Ein Elektromikroskop. Es scheint alt zu sein. Ja, okay. Bum, 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 bum. Oh, danke. Das können wir hier überhaupt nicht gebrauchen, ne? Kräuter. Ja, sehr schön. Mein Gott. Können wir überhaupt nicht gebrauchen, ne? Okay, da ist ein Aufzug, da gehe ich gleich hin. Ich mache jetzt erstmal hier oben diese Tür auf.
So, Dankeschön. Und dann? Ja, gucken wir mal, was hier unten ist. Genau, es geht direkt weiter. Sehr spannend. Und dann... Ach, ein Libellenflügel oder was? Eine große Kapsel. Muni. Sehr schön. Gib mir die Muni. Gib mir die Muni. Gib mir die Muni. So. Danke. So, American Wolf. Die große Kapsel. Was ist das? Schrotpatronen. Ja, nehme ich. Nehme ich sehr gerne. Da können wir was... Wartet mal. Ah, das ist eingeschlossen, ne? Mit bloßen Händen kann ich es nicht öffnen. Dann hier, oder was? Da ist eine Taste. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt vier Flügel. Fehlt uns nur noch der Körper von der Libelle und dann können wir damit irgendwas machen. Gut. Sonst haben wir hier nichts mehr zu tun. Ah, guck mal. Alles klar, wie bist du also tatsächlich da oben? Erst links anfangen. Okay, und die Tür da ist jetzt wieder zu. Auch interessant. Gut, Chris, dann hast du hier nichts mehr zu tun. Doch, du musst Claire abholen. Chris, sei mal nicht so ein Assi, du musst doch noch Claire abholen, Mensch. Die liegt doch da noch da, wo, oder liegt sie da nicht mehr? Da, wo wir, ach, die Zombies. da, wo wir... Sag schon, da wo wir ja Steve nicht mehr retten konnten. Genau, aber jetzt erstmal ganz klassisch hier Zombies töten. Sehr cool, ey. So. Die Sicht ist da mal wieder geil, echt. Der ist aber tot, okay. Was ist das für eine Kameraperspektive? Oh, Alter. Geh bloß weg hier. So. Bring mir ein bisschen Abstand zwischen dich. Ich hab keinen. Ich will nichts mit dir anfangen, du ekelhafter Zombie. Okay. Ja, alles klar. Ja, super. Da ist er. Okay, da ist er. Okay, hier läuft es ein bisschen langsamer und lad nach. Und dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. So. Ja, das ist ja nett, dass wir hier nochmal Zombies haben, ne? Jetzt ist er tot. Sehr gut. Da hinten. Aha, guck mal, da hinten. Da ganz hinten. Ja, dann mach ihn mal aus sicherer... Ih, was war das denn? Der wurde da aufgespießt. Aus sicherer Distanz. Ja, aus sicherer Distanz. Ich laufe zu ihm hin. Nein, nicht nachladen. Oh Gott. Puh, okay. Das haben wir. Wir haben sogar noch ein bisschen Buddy übrig. Nein, nicht prüfen. Kombi, damit. Wir haben sogar noch ein paar Buddy-Schuss übrig. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben alles. Können wir hier irgendwas machen in dieser schönen Einrichtung? Können wir hier irgendwas machen? Die ist zu, ne? Ja, die ist zu. Hier muss man doch was machen können. Hier gibt es doch sonst nicht so ein, Bücherregal. Ja? Alles klar. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resident Evil Code Veronica. Wie wir jetzt hier schnurstracks aufs Finale zugehen, denke ich mal. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, was jetzt mit Claire auch passiert, ne? Ist das ein Speicherraum? Ist auf jeden Fall eine Schreibmaschine. Natürlich keine Kiste. Na, das ist natürlich keine Kiste, aber wir nehmen trotzdem das Farbband mit. Auch wenn unser Inventarplatz langsam flöten geht. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches? Einfach nur ein Speicherraum oder was? Nur nutzlose Bücher. Nur nutzlose Bücher. Einfach nur ein Speicherraum. Das Porträt einer hübschen Dame. Die Herrin der Familie Ashford, Veronica.
Um die dreht sich's also hier. Ah. Oh, doch kein Nussversorgung. Was ist das für ein Schlüssel? Der Ach! Sterilraum. Moment, das Zeichen da drauf. Das ist ein Biohazard-Zeichen. Das heißt, wir haben den Schlüssel. Biohazard-Zeichen ist eingraviert. Ja. Das heißt, wir können diese Tür da endlich öffnen im Herrenhaus 2.0. Was haben wir hier? Ein Heils... Oh, danke. Danke. Da liegt noch Schrotbuddy auf dem Dings da. Genau, nehmen die mit. Jetzt haben wir ja nicht genug von. Wir haben auch noch einen vollen Granatenwerfer. Wir haben noch jede Menge Magnum-Schuss. Also eigentlich kann nichts schief gehen. Also das liegt ja alles bei in der Kiste drin. Eigentlich kann gar nichts schief gehen. So, dann gucken wir mal. Oh, noch mehr Kräuter. Dankeschön. Jetzt seid ihr wieder nett zu mir. Jetzt seid ihr wirklich wieder nett zu mir. So, dann hier. Mischt da draus bitte noch eine Vollheilung. Ah, Gott sei Dank. Jetzt sieht es wieder richtig gut aus. Dann nehme ich das eine Kraut hier auch nochmal mit. Grünes Kraut. So. Was haben wir auf meinem Handy? Ach, da ist eine Warnung. Da gucke ich mal gerade. Großräumige Rauchausbildung. Was zur Hölle? Ach so, okay, das ist weiter weg. So, was haben wir denn hier? Unser Inventar ist voll. Und wir haben hier noch... Ja. Eine schwangere Frau. Dies wurde zum Aufhängen von Kleidern benutzt. Eine schwangere Frau. Ach, guckt mal. Die Spieluhr ist geschlossen. Der blaue Saphir wurde in... Wartet mal. Wartet mal. Blauer Saphir. Da kommt mir doch dieser Tiger wieder in Erinnerung. Jetzt weiß ich auch, warum dieses ganze Geheimniskrämerei mit der Tür da im Herrenhaus. Dieser Tiger dreht sich ja immer. Wenn wir den aktivieren. Und der hat ja dann immer gesagt, dass der elektrisch ist. Und wir brauchen jetzt hier einen blauen Stein. Und wahrscheinlich in dem anderen Raum einen roten Stein. Von daher müssen wir den Strom abstellen auf dieser Etage. Ey, das probiere ich. Eine prächtige Einrichtung. Allerdings nichts brauchen. Das probiere ich dann mal. Wie es dann aussieht. Da liegt ein Bett. Und diesen Raum hier kennen wir doch, ne? Sonst so einen Raum gab es ja auch. Ja, in der Villa, ne? Im Gefängnis gab es ja auch so einen Raum oben in dem Graf Dracula Schloss. Und ich finde das krass, dass wir hier immer noch in dieser Arktisanlage sind, ne? Flughafen, ja. Okay. Das heißt, wir wissen, was wir zu tun haben. Hier können wir rein. Oh, stylisch. Guckt mal. Auf jeden Fall auch Elfrid und Alexia hier. Oh, schön. Hier ertönt eine schöne Musik. Eine prächtige Einrichtung. Ja. Und das ist offen. Das ist schon offen. Die Spieluhr spielt Musik. Anhalten? Nee, erstmal nicht. Ich möchte mich erstmal hier umgucken und währenddessen kann die Musik noch weiterlaufen. Ach, schön. Die Tür können wir aufmachen. Genau. Nö, dann haben wir hier auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen das ausmachen. Jo, alles klar. Und rot. Der Deckel der Spieluhr ist geschlossen. Der rote Rubin. Ja, alles klar, Freunde. Somit wissen wir, was wir zu tun haben. Wir müssen erstmal mit unserem vollen Inventar natürlich weg, ganz klar. Und wir müssen wieder zurück, runter und erstmal den Schlüssel da benutzen. Diesen Biohazard-Schlüssel, diesen geheimnisvollen.
Und ja, dann da unten den Strom abstellen, die beiden Saphire aus dem Tigerkopf klauen. Dann den Strom wieder anmachen. Ich mache den einfach wieder an. Und genau, diese beiden Saphire dann hier oben einsetzen und dann mal gucken, was dann passiert. Also, wir können uns jetzt hier auch eine wunderschöne Abkürzung beschaffen, indem wir hier einfach genau den Schlüssel benutzen. Der Raumschlüssel wurde benutzt. Der Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Ja, legen ab. Und nehmen das Messer mit. Komm, ich mag es nicht, wenn hier Items rumliegen. Nimm einfach das Messer mit. Wir gehen eh in C, Frau Kirs. So, und dann können wir jetzt ganz klassisch hier rein. Und dann haben wir ja diesen Raum mit der Karte. Genau, hier, Freunde. Und jetzt können wir auch. Ach, genau, deswegen müssen wir auch den Strom abstellen. Nee, deswegen haben wir den Schlüssel hier vorne gebraucht. Weil die Tür ja elektrisch ist. Und wenn wir den Strom abstellen, geht die nicht mehr. Ne, okay. Ja, jetzt macht das natürlich einen Sinn, damit wir auch sonst hier reinkommen, auch ohne Strom. Oh Gott, hell. alles klar. Ich weiß auch nicht, warum das hier so hell ist. Gut. Dann schalten wir mal den Strom ab. Und legen die ganze, das ganze Zeug ab, weil ich denke nicht, dass wir das alles brauchen, aber ein paar laues Kraut. So. Sehr schön. Dann die Flügel. 4 Stück haben wir jetzt, also komplett. Werde ich nochmal mitnehmen. So, weil ich denke, dass wir das irgendwann zusammensetzen. Das sind 43 Farbbänder, sind auch nicht verkehrt. So mutig wie ich bin, lege ich mal meine Heilungen raus. Das Messer kann auf jeden Fall weg. Diese Bucke. Ja, die Magnum. Den Granatenwerfer hat ja Claire. Die Magnum ist die einzige Powerwaffe von Chris, ne? Magnum-Patronen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel es noch ist. Ich lasse es erstmal liegen. Und genau hier vorne, Freunde. Hier können wir ja Schalter für diese Etage. Hebel wegen, ja. Mach den Strom aus. Ja, und es ist dunkel. Und man sieht fast nichts mehr. Aber wir können jetzt außen rum. Und dann da die beiden Saphire von dem Tiger klauen. Jetzt ist es auch hier nicht mehr so hell. Finde ich gut. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, was da sich hinter, was da passiert, wenn wir da das Zeug wieder aktivieren. Also das Zeug, meine ich. Die Spieluhr da oben, weil wir müssen wahrscheinlich die Platte einmal wechseln. Von dem einen ins andere. Gut. Genau, deswegen haben wir auch den Schlüssel gebraucht, damit wir jetzt hier rein können. Weil diese Tür funktioniert nicht mehr. Tür ist abgeschlossen. Genau, durch Stromzufuhr kann sie bestimmt geöffnet werden. Genau. Und ja, dann hier, genau. Hier vorne, mein lieber Tiger. Jetzt kannst du dich nicht mehr bewegen. Das heißt, wir können die Juwelen nehmen. Sehr schön. Blaues Juwel. Ja. Und ein rotes Juwel. Perfekt. Dankeschön, lieber Tiger. Müssen wir jetzt echt nochmal zurückstaffen und den Strom einschalten? Ich mach's mal lieber. Kommt. Ich mach's mal lieber. Ja, damit wir halt einfach, wenn es nötig wird, einfach hier wieder Strom haben. Es ist ja nicht weit weg. Naja, es ist ja zum Glück nicht weit weg. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch nach wie vor gefällt hier, das Code Veronica, Resident Evil. Wie wir jetzt sehr wahrscheinlich, denke ich mal, in der nächsten Folge dann das Finale haben, das große Finale. Und ja, wir müssen noch Claire finden. So, Chris, dann macht den Strom wieder an hier. Oder wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Stopp, 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 bevor wir den Strom wieder anmachen. Wo war jetzt Claire nochmal? Da.
Nee, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Dabei, Steve, wo wir den gefunden haben. Warum ist die Tür denn zu? Naja, gut. Das hat dann nichts hiermit zu tun. Er macht den Strom wieder an. Und wieder, es werde wieder Licht. Sehr schön. Dankeschön. So. Da können wir doch noch die Spielursache da oben machen. Und jetzt können wir auch hier lang. Schön die Abkürzung hier nehmen. Die helle, helle Abkürzung. Genau, und jetzt geht die Tür wieder. Das ist natürlich cool gemacht hier mit dem System, finde ich. So, und dann... Ne, da war ja der Tiger, den haben wir schon. Genau, jetzt hier wieder durch. Dann bin ich mal gespannt, was wir da kriegen. Beziehungsweise was dann passiert, wenn wir da oben die Spieluhr austauschen. Mit der schönen, schönen Melodie. Genau. Und ja, dann... Auf hier rein. Das sind die Privatgemächer von Alfred und Alexia. Nicht umsonst war das so geschützt. Ah, wo kommt der denn her? Wo kommt ihr denn jetzt her? Warum seid ihr wieder da? Warum seid ihr wieder da? Ich hab euch doch eben kaputt gemacht. Ja, beiß nochmal rein. Ist okay. Und ja, haben jetzt alle mal gebissen. Wartet mal. Nehmen wir die Schrotflinte in die Hand. Und hier und Köpper. Und hier und Kopfschuss. Mann. Was soll das? Keine Heilung mehr. Ja, woher soll ich denn auch wissen, dass die nochmal aufstehen? Was soll das? Da stehen die nochmal auf. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Da stehen die Säcke nochmal auf, ey. Ich glaub's nicht. Aber gut. Dann schieß ihn kaputt. Hier rennt noch einer rum. Zwei Schuss. Ja gut. Dann haben wir halt unsere Waffe leer gemacht. Ist auch okay. Ach, der fällt sogar schon um. Wartet mal. Ist der schon tot, oder was? Der ist schon tot nach zwei Schuss. Oder vielleicht haben wir den eben schon getroffen. Sind wir grün? Wir sind grün und wir haben mal wieder keine Heilung, weil ich sie abgelegt habe. Ja, aber so geht man sparsam mit seinen Heilungen um, ne? So, dann noch hier rein. Dann machen wir jetzt noch das mit den Saphiren hier. So, dann haben wir hier jetzt erstmal das Blaue. Den blauen Saphir bitte einmal hier drauflegen. Ha, sehr schön. Das heißt, das hier öffnet sich. Der Deckel des Spiels ist offen. Gut, dann machen wir das gleiche nochmal auf dem anderen Raum. Also auf der anderen Seite. Und dann nehmen wir da die Spieluhr raus. Genau hier. Packen hier den roten Juwel, das rote Juwel rein von dem Tiger. Und können die Platte entfernen. Genau. Platte entnehmen. Sehr schön. Und dann auf der anderen Seite einsetzen. Dann bin ich mal gespannt, was hier gebacken ist, wenn wir das jetzt hier einsetzen. So, dann pack das mal hier rein. Hier die schöne Musik. Ah! Alles klar! Da ist eine Leiter, die hat sich uns aufgetan. Allerdings, liebe Freunde, was da oben ist, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, ich bin wieder gemein, ne? Ich weiß, ich habe immer so ein Talent dafür. Tut mir leid. Aber liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja,
Dann würde ich sagen, wünsche ich einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.